Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Weltwoche Leserinnen und Weltwoche Leser, ganz herzlich willkommen zu Weltwoche Daily, die andere Sicht am Dienstag, dem 20. August 2019. Der große Medienaufreger heute ist die neue SVP-Kampagne mit diesem wurmstichigen Schweizer Wohlstandsapfel, der von gefräßigen Raupen durchlöchert und ausgehöhlt wird, die Medien einhellig entrüstet. Die Empörung total und natürlich haben sich auch einige Politiker eingefunden, um ihren Unmut kundzutun. Also die vereinigten SVP-Gegner machen genau das, was sie eigentlich nicht tun sollten. Sie skandalisieren dieses Plakat und katapultieren damit die SVP ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Also die SVP ist wieder da, die Partei, die von den Medien zuvor mitleidsvoll abgeschrieben wurde. Sie steht jetzt wieder mitten im Getümmel, alle Kameras auf die SVP gerichtet und sie kann jetzt natürlich ihre Botschaften nach vorne bringen. Also nach dem Drehbuch der SVP-Provokationsstrategien ist dieser Marketing-Coup aufgegangen und ich würde auch sagen, mit diesem Marketing-Coup, mit diesem Provokationsangriff ist auch der Wahlkampf so richtig lanciert worden. Dieses etwas verkrampfte Herumreiten auf dem Klimawandel, der uns ja dann in 50, 60, 70, 100 Jahren wirklich behelligen sollte, das hat etwas Künstliches, etwas Merkwürdiges. Jetzt ist der Wahlkampf, würde ich sagen, endlich richtig losgegangen. Wir haben klare Konfliktstellungen, wir haben Konflikte, Streit, Auseinandersetzung. Egal, wo man steht, die ganze Sache hat sich irgendwie zur Kenntlichkeit entstellt. Also diese Provokation war wie eine kleine Bombe in diese merkwürdig gelähmte, anämische Wahlkampfstimmung, die wir zuvor hatten. Was ist inhaltlich von dieser Provokation zu halten? Nun, ich beurteile Provokationen immer aufgrund des zugrunde liegenden Motivs oder der Botschaft. Also Stimme, Motiv und Botschaft, ist die Provokation gut? Stimme, Motiv und Botschaft nicht, ist auch die Provokation nicht viel wert. Und Provokationen um ihrer selbst willen sind Luftheuler, die verfangen gar nie, die werden durchschaut. Das hat keine Wirkung. Provokationen sind Techniken der Aufmerksamkeitserzeugung, aber entscheidend ist die substanzielle Botschaft dahinter. Und hier, meine Damen und Herren, also das ist meine persönliche Meinung, ist natürlich eine sehr relevante, substanzielle Botschaft vorhanden, denn tatsächlich wird der Schweizer Wohlstand, wird die Schweiz ausgehöhlt mit den hier skizzierten Gefahren. Allem voran EU-Rahmenvertrag. Wenn dieser Vertrag kommt, dann wird selbstverständlich die schweizerische Demokratie ausgehöhlt, werden die Volksrechte ausgehöhlt, werden die Wohlstandsgrundlagen ausgehöhlt. Das heißt, das Bild des wurmstichigen Apfels passt. Und zweitens natürlich auch von links, also die sozialistische Gefahr wird hier ja auch dargestellt, also der Wohlstandsapfel Schweiz, der wird auch von den Linken ausgehöhlt, die sich da am Wohlstand laben, den andere erarbeitet haben. Keine Frage, aus bürgerlicher Sicht ist das eine sehr relevante und präzise Darstellung, natürlich auch sehr eindringlich. Und was die beiden bürgerlichen Mitteparteien angeht, die hier auch noch mit kritisiert und bildhaft dargestellt werden. Selbstverständlich, diese beiden Parteien arbeiten aktiv dabei mit, dass das entscheidende EU-Thema vor den Wahlen quasi unter dem Radar gehalten werden soll. CVP und FDP haben sich ja letzte Woche mit den Linken verständigt, die wichtige europapolitische Weichenstellung bei der Kohäsionsmilliarde auf einen Termin nach den Wahlen zu verschieben, weil sie eben nicht ihre Karten auf den Tisch legen wollen, weil sie gegenüber dem Wähler quasi ihre europapolitischen Weichenstellungen verschleiern wollen. Und wenn natürlich die Parteien ihre Karten nicht auf den Tisch legen und wenn die Medien da mitspielen bei dieser ganzen Verhüllung und Verschleierung, ja dann müssen sie als Partei provozieren, um diese Diskussion in Gang zu bringen. Also das ist völlig legitim und das machen auch andere Parteien so. Also kurzum, Fazit, diese Provokation ist gelungen, der Coup hervorragend orchestriert und gemacht, völlig überraschend, alle waren überrumpelt, die SVP mitten im Geschehen und die Botschaft dahinter substanziell. Und all die Stilfragen und die historischen Exkurse und Exzesse, die jetzt gemacht werden, das sind Ablenkungsmanöver, die irgendwo auch zeigen, dass man mit dieser Aktion sehr wohl einen Nerv getroffen hat.
Ja, weitere Themen des Tages. Beat Preuß, gescheiterter Zirkus. Gut, das fällt jetzt etwas ab. Da ist nicht so viel Strom drin wie beim ersten Thema. Aber wir verfolgen natürlich mit großer Melancholie und Wohlwollen die Irrwege des einstigen Bergflohs, der jetzt da im Zirkusgeschäft offensichtlich auch noch grandios gescheitert ist. Traurig. Aber mal sehen, wie es da weitergeht. Dann vielleicht noch interessant heute, Alfred Heer, der Nationalrat, kommt mit der Idee, Geld der SNB, der Nationalbank, in die AHV zu stecken, so als AHV-Sanierung. Gut, eine Sanierung wäre es nicht, weil das einfach Geld ist. Ich finde diese Idee diskussionswürdig. Aber ich bin sehr skeptisch, denn ich bin kein Anhänger davon, dass man mit Nationalbankgewinnen die Sozialwerke alimentiert, denn das ist wie mit einem Methadonprogramm. Dann werden natürlich die Sozialwerke quasi süchtig nach diesen Geldzuschüssen und wenn sie nicht mehr kommen, sind natürlich die Probleme anderweitig vorhanden. Das heißt, eine etwas zweischneidige Geschichte in dieser ganzen Sache. Aber natürlich intelligent gemacht von Heer. Er ist ein sehr schlauer Schachspieler in der Politik und ich wäre nicht überrascht, wenn es ihm gelingt, hier auch die Gewerkschaften auf seine Seite zu ziehen. Ich gehöre zu den Skeptikern, aber vielleicht gelingt es ihm ja noch, auch mich zu überzeugen. Dann die politisierende Meghan zerstört die britische Monarchie. Also die Frau von Prinz Harry ist in der Beliebtheitsskala der britischen Royals ganz weit nach hinten abgesackt, weil man ihre unglaubwürdigen Privatjet-Klimarettungsaktionen nicht so sehr schätzt und offensichtlich hat sie auch ein Schlösschen auf Kosten des Steuerzahlers jetzt da sehr, sehr kostspielig renovieren lassen. Das kommt natürlich nicht gut an, aber wir werden auch das verfolgen und dranbleiben, übrigens auch in der Weltwoche. Und das war es auch schon vom heutigen Tag. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben, dass Sie dabei gewesen sind und hoffentlich sehen wir uns morgen wieder, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily, die andere Sicht. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen, geruhsamen Abend. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.